Mit Moin Moin und herzlich willkommen hier im Niemandsland im RS19. Beim letzten Mal haben wir ja gesagt, wir wollen die ganzen tierischen Produkte mal zumindest etwas verkaufen. Ja, das sind nur noch 20 eingelagerte Objekte, also ja, Wollpaletten drin. Den Rest, wie man hier sieht. Ist alles hier wunderschön drauf gestapelt. So, gleichzeitig ist es so, dass eine ganze Menge Milch da ist. Die muss verkauft werden. Den lassen wir jetzt auch gleich mal losfahren. Der kommt eh nicht weit, weil wir stehen hier. Und wir steigen mal hier ein. Da hinten steht er. Und wir fahren jetzt mal in aller Ruhe Richtung Shop, verkaufen das Ganze und schauen mal, ob die Schafe uns überhaupt das Geld einbringen, was wir mehr oder minder reingesteckt haben. Wie man sieht, das Feld ist inzwischen auch schon fertig, es ist nur noch Stroh. Wo haben wir eigentlich so viel? Das heißt, das kann dann auch verkauft werden. Sieht schon schön aus, wenn hier wieder alles angepflanzt ist. Man muss sich nur ein bisschen auf die Strecke konzentrieren. So, wie man sieht, hier vorne, das ist ja das neu gekaufte Land, das ist ziemlich hügelig. Mal gucken. So, wir halten aber schon erstmal hier an. Denn irgendwo hinter uns müsste theoretisch. Na, wo ist er? Wirklich weit gekommen ist er nicht. Kuhstallmilch laden und den Shop abladen. Gut, dann haben wir genug Zeit. Löse jetzt schon mal die Bänder. Und dann schauen wir mal ganz langsam, was uns das Ganze gebracht hat. Sind jetzt bei 90.000. Schon abgeladen. Das waren 6.000. Da hinten sind noch zwei. 6, 7,5, 15.000. Jetzt nur die Frage, was mit den Paletten da ist. Dürfte auch verkauft werden. Tausend, naja, fast 40.000 ist doch schon mal, ich nenne es jetzt mal eine Ansage. So, der darf schon mal dann wieder zurückfahren, den brauchen wir dann noch. Dann wollen wir mal gucken, da fährt was, genau da fährt er. Jo. Also eigentlicherweise hätten wir jetzt das Geld, um zu sagen, okay, wir kaufen hier ein weiteres Stück Land. Ich würde auch, ehe wir das Geld irgendwo sinnlos rausballern, gleich das nächste Stück Land kaufen. 1, 2, 3, 4. Insgesamt in letzter Zeit neue Parzellen, die man mal irgendwie verwerten müsste. Oh, Platz ist genug. So, wie viel gibt so eine Ladung Milch? Denn die Kühe kosten uns ja auch einiges, also kann man nur hoffen, dass die sich auch irgendwie rentieren.
Ne? Sieht nicht so wirklich prickelnd aus. Ja gut, 16.000. Aldi, Lidl und wie sie alle heißen, könnten ruhig mal noch 5 Cent drauflegen. Da fährt noch ein paar Runden jetzt. Aber wir müssen ja hier rein. Eben habe ich ja eigentlich noch was anderes vor. Es ist ja so, dass wir nicht nur die tierischen Produkte verkaufen, eigentlich alles, was der Hof noch so hat. Wie immer kenne ich es nicht. Arbeits- oder Äquaderballen macht ja keinen Sinn. Ja gut, müssen wir mal gucken. Es geht darum, hier noch jede Menge Strohballen zu verkaufen. Maximum. Neun Ballen. Da muss bestimmt nicht. Auch nicht. Quaderballen, das funktioniert doch. So, und den laden wir jetzt ohne Probleme voll. Und wir haben hier sogar noch 100.000 Liter, sehe ich gerade im Silo. Das heißt, die Kühe sind eine ganze Weile versorgt. Maximum funktioniert scheinbar nur, wenn hier kein LKW steht. Maximum und hier mal einmal noch. Dann schauen wir mal, wie viel das eigentlich ist. Ich würde noch genau 4 drauf passen. So, 3, 4. Jetzt passen doch noch einige mehr drauf. Für die Vermutung, nein. Also das ist noch nicht ganz optimal, aber naja gut. Wenn es nur 6 Ballen sind, wo ich so nahe stehe. Dann haben wir genau 6 Ballen.
Dann muss auch mal Schluss sein. Müsste ja voll sein. Also wie man sieht, die Spanngurte sind dran. Und der da. Schon mal fahren. Und versuchen. Wie man sieht, gerade war noch mal Milch verkauft worden. Nebenbei sind wir noch hier. Das da muss auch mal weg. Wir haben jetzt mehr oder weniger bis auf das eine Feld hier, ja. Naja gut, mit 80.000 Liter, ich denke, das würde sogar reichen. Wenn wir noch einen Traktor frei hätten. Frei würde ich das nicht nennen, aber einen mit wenig im Tank. Das, naja, was heißt schade, man kann das, den Mist einfach nicht verkaufen. Wäre viel zu schön gewesen. Das heißt, wir werden einen Miststreuer kaufen und einfach mal nebenbei. Ne, ich glaube hier nicht. Wo sind die jetzt wieder? In der Kategorie Miststreuer wäre es sinnvoll, ja. So oft machen wir das ja auch nicht. Kann das eigentlicherweise auch. Gut, der LKW ist da. Und ich gehe mal davon aus. Hoffe jetzt mal, dass die Hauswand im Weg steht, egal. Wer schon immer mal wissen wollte, wie es in einem Strohballen aussieht. Arbeitsmodus. Machen wir es ganz einfach mal so. Werden kannst. Nur halt, ja. Nicht so einfach, wie ich dachte. Gut, um den Mist kümmern wir uns definitiv heute nicht mehr. Dann erstmal müssen die Strohballen irgendwie verkauft werden. So. Am besten so, dass er nicht im Weg steht. Okay.
So sollte es eigentlich nicht gehen. Gesammelt. Wir wollen das ausschalten. Wir wollen so geht es wieder nicht besser. Das waren auch gleich mal 10.000. So. Da gibt langsam den Stau. Dann werde ich mal die restlichen Strohballen nach hier hin und her werfen. Dann den Miststreuer anhängen. Oh, und ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.